So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte nochmal Dankeschön sagen und nochmal das leidige Thema Bodenplane aufgreifen, denn ich habe da nochmal, und die habe ich jetzt schon eine Weile ausprobiert, deswegen kommt das Video auch ein bisschen später, man muss ja auch ein bisschen testen, nochmal eine Alternative zu meiner bisherigen möglichen Bodenplanen bekommen. Ja, das Thema Bodenplane treibt mich ja schon eine ganze Weile um, dafür vielleicht noch eine ganz kurze Historie. Ursprünglich hatte ich irgendwann mal so eine total schwere, tolle sogenannte Zeltunterlage, die man eben entsprechend zu Zelten dazu kriegt, kaufen kann, um sein Zelt besonders gut nach unten hin zu schützen. Das Ding war relativ schwer, das hat bestimmt 400-500 Gramm gewogen oder irgendwie sowas. Also noch mal einen Hauch schwerer als die BW Elefantenhaut. Konnte man nehmen. Habt ihr nie in irgendeinem Video gesehen, habe ich dann relativ bald ausgemustert. So, dann bin ich mit Baumarktplane von unten drunter legen rumgerannt. Das war dann schon deutlich leichter und das kann man auch heutzutage definitiv noch machen. Dann habe ich geschenkt bekommen eine BW Elefantenhaut. Die benutze ich bis heute super, super, super gerne, wenn Gewicht nicht so eine große Rolle spielt. Aber so eine Elefantenhaut in Standardgröße wiegt auch sowas circa um die 400 Gramm. Ja, das heißt, das Ding ist naja, wiegt das Achtfache von dem hier zum Beispiel. Aber gut, jetzt kann man sagen, 400 Gramm ist doch in Ordnung. Das hängt halt sehr von der Sichtweise ab. Es gibt halt deutlich leichtere Alternativen. Allerdings muss man sagen, die Elefantenhaut ist nach wie vor nach meinen Tests ungeschlagen, was das Thema Robustheit angeht. Mit dem Ding kannst du dich mitten in die Brombeeren reinschmeißen und dir passiert halt nichts. Allenfalls kommt mal so ein ganz kleines bisschen ein Piekserchen durch. Da reicht schon jedes normale T-Shirt oder eine normale Hose, dass man davon schon wieder nichts mehr merkt. Ja? Und wenn man dann noch eine Festschaum-Isomatte zum Beispiel da drauf legt, dann kann man überall übernachten, auf dem Boden, wenn man dann so eine Elefantenhaut entsprechend dabei hat. Übrigens für die Hängemattenfraktion, die sich immer beschwert, wenn ich Themen mache, die Hängemattenfraktion nicht betreffen. Dieses Thema betrifft die Hängemattenfraktion nicht. So, dann hatte ich versucht, mir eben ein Stück Baumarktplane zurechtzuschneiden. Mit der Begründung, ja, dann ist es auch nicht mehr so schwer und so groß muss das Ding ja auch gar nicht unbedingt sein. Mir reicht ja eine relativ kleine Bodenplane, die für meinen persönlichen Bedarf nur so groß sein muss, dass ich drauf passe, meine Isomatte drauf passt, also ich auf meiner Isomatte, so rum, und ich links und rechts noch ein bisschen Platz habe, um gegebenenfalls meinen Hosentascheninhalt da abzulegen. Dass ich den jetzt nicht direkt auf den Waldboden zwingend drauflegen muss. Das ist zwar kein Problem und ich mache das normalerweise auch oft genug, aber es schadet auch nicht, wenn man es halt einfach nicht machen muss. Ne? So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Gut. Und bei eben dieser Größe, das ist dann so circa 1 Meter mal 2 Meter, 2,20 Meter wären schön, aber so 1 Meter mal 2 Meter ist so das Minimum, also 2 Quadratmeter. So habe ich mir auch meine Baumarktplane zurechtgeschnitten. Und damit komme ich zurecht und meine Baumarktplanvariante in dieser Größe, die wiegt... was war es? 130, 135 Gramm. Sehr dünne Baumarktplane allerdings. Die gibt es ja auch in verschiedenen Stärken. Wenn man eine dickere nimmt, ist es gleich mal gerne mal, vielleicht nicht gleich direkt das Doppelte, aber bestimmt 250 Gramm. Sowas um den Dreh. Gut, dann hatte ich vor kurzem erst ein Video gemacht, da habe ich dankenswerterweise geschenkt bekommen Tyvek. Und Tyvek ist ja auch so ein papierartiger Kunststoff, der eben als mögliche Ultraleicht-Unterlegplane in besagter Ultraleicht-Szene gerne mal gehandelt wird für diejenigen, die gerne eine robuste Unterlegplane haben wollen. Also noch recht leicht und gleichzeitig robust. Und da kommt eben dieses Tyvek ins Spiel und das ist auch tatsächlich für sein Gewicht sicherlich der Sieger der Robustheit-zu-Gewicht-Verhältnis-Geschichte. Ja? Weil Tyvek ist nochmal ungefähr ein Ticken leichter als leichte Baumarktplane. Ein bisschen, nicht mehr viel. Und bestimmt ein Viertel ungefähr so schwer wie vergleichbare BW Elefantenhaut. Ja? Also BW Elefantenhaut, das ist auch Bundeswehr Elefantenhaut, ist ein der Name, den das Ding halt in der Truppe bekommen hat.
eigentlich heißt es im Mehrzweck Unterlegplane oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wir hatten sie damals auch nicht dienstlich geliefert. Ich habe die erst hinterher entdeckt, dass es die überhaupt gibt. Uns hatte man keine ausgeteilt. Gemeinheit, ne? So, und aus der Ultraleichtszene gibt es jetzt eben noch dieses Zeug. Und dieses Zeug ist jetzt die Unterlegplane und die Bodenplane für die Leute, die sagen, Gewicht geht mir vor Robustheit und ein bisschen robust reicht mir aus. Ich passe halt gut drauf auf. Ich richte meinen Schlafplatz entsprechend her, bevor ich das Ding hinlege und dann langt mir das. Es ist die mit Abstand leichteste Lösung. Und jetzt habe ich, weil die Recherche und jetzt das Video, was ich jetzt drehe, tatsächlich zeitlich ein wenig auseinanderliegen, schon wieder vergessen, wie dieses Zeug heißt. Ich blende es euch unten ein und versuche mich zu erinnern. Ich meine irgend sowas. So, jedenfalls, das Ding sieht aus wie Malerfolie. Ja, sieht 1:1 wirklich aus wie Malerfolie. Ist absolut durchsichtig. Tada! Ja, also da kannst du wirklich gar nichts hinter verstecken und reflektiert das Licht noch ganz gut. Und wenn man das jetzt irgendwo hier so in den Wald hängt, dann fällt das auch auf. Also Tarnung schon mal scheiße. So, dann Faktor Lautstärke. Verglichen mit unbehandelten Tyvek ist es natürlich sehr leise, aber wenn sich's bewegt im Wind oder sonst irgendwie bewegt wird, dann macht das schon einen gewissen Geräuschpegel. Das ist nun mal so. Da muss man dann auch mit leben und Tatsache. Ja? So. Wie gesagt, sieht aus wie Malerfolie, ist gefühlt so dünn wie Malerfolie. Jetzt kommt der wesentliche Unterschied. Wenn ich mit Malerfolie diesen hier mache, dann ist Malerfolie auch schon durch. Dieses Zeug ist für seine Dicke unglaublich stabil. Das ist wirklich irre. Und wenn man sich drauflegt, ich habe die hier jetzt schon auf kleinen, dünnen Steinchen ausprobiert, also so Kieselniveau, wirklich mit scharfen Kanten und bin drauf rumgerutscht und habe mich draufgesessen und habe überhaupt nicht drauf geachtet, was ich mit dem Ding anstelle, weil ich einfach wissen wollte, wie leicht kriegt man da ein Loch rein oder wie schwer, und hatte nach dieser Aktion einen Riss. Der Haken, das muss man aber auch ehrlicherweise dazu sagen, hat man mal einen Riss und man flickt den nicht rechtzeitig, das kann man mit jedem handelsüblichen Klebeband machen, dann reißt dieser Riss schon relativ schnell weiter ein, da das hier in keinster Weise irgendein Ripstop oder ähnliches Material ist, kann einem da schon das ganze Ding verrupfen. Ja, das kann schon passieren. Die sind billig, ein so ein Teil, das ist jetzt 2 Meter mal 1,50, ja, 2 Meter mal 1,50, kostet circa 4 Euro. Ungefähr, grob. Ne? Vielleicht kriegt man es noch einen Ticken billiger, vielleicht sind es auch mal 5 Euro, je nachdem, wo man das hernimmt. Wo man das herkriegt, habe ich übrigens durch dieses geschenkte Exemplar auch gleich noch einen Tipp, nämlich Tesa-Fensterabdichtefolie. Müsste ich euch auch noch mal hinschreiben, wie die genau heißt, was da auf der Verpackung drauf stand. Bitte? Thermofolie, ja. Das ist dafür gedacht, dass man seine Fenster damit, dass das Ganze aufs Fenster klebt quasi. Dazu gibt es noch mal extra ein Klebeband. Das bildet dann eine dünne Luftschicht zwischen eben Fenster und dieser Folie. Sieht man quasi nicht mehr, wenn man es richtig angebracht hat. Also faltenfrei und so weiter. Und kann den Energieverbrauch eines Hauses massiv senken, einfach dadurch, dass die Fenster weniger Wärme nach außen verlieren. Also dafür durchaus eine mögliche Verwendung, wenn man nicht mehr darauf schlafen möchte. Aber diese Thermofunktion kann sich auch bemerkbar machen, wenn man das Ding als Survival-Folie mitnehmen möchte. Besser als Rettungsdecke kann man sich jetzt kloppen, kommt darauf an, was man vorhat. Ja, wenn man eine Rettungsdecke nehmen möchte, wirklich zum Zudecken, dann ist diese hitzereflektierende Geschichte durch eben diese Reflexionsbedampfung, die so eine Rettungsdecke eben erfahren hat, schon auf jeden Fall ein großer Vorteil. Will man was haben, was ein bisschen robuster ist, wo es einem nicht so sehr auf diese Reflexionswirkung ankommt, zum Beispiel das Ding als Tarp benutzen möchte, dann würde ich in Zukunft wirklich diese Folie bevorzugen, weil die wirklich viel stabiler ist als selbst eine robuste Rettungsdecke. Wiegt ungefähr dasselbe, beziehungsweise
beziehungsweise wiegt sogar noch weniger, je nachdem. Jedenfalls ist dieses 1,50 Meter mal 2 Meter Stück. Das wiegt sage und schreibe lächerliche 52 Gramm und ich vermute 2 Gramm davon sind der Dreck, der inzwischen dran heftet. Also wirklich erstaunlich leicht. Und ich werde mal kurz einfach mal das Ding hier in den Wald schmeißen, hinter mich und mich mal kurz drauflegen. Ja, und stelle fest, also es ist auch natürlich wasserdicht, das ist eine Plastikfolie, ja. Und habe jetzt hier nichts aufgeräumt vom Waldbogen her. Hier liegen jetzt zwar auch keine Esskastanien rum oder sonstige sehr, sehr spitze Dinge. Und wenn man das jetzt wirklich massiv auf einen spitzen Ast drauflegt und sich dann noch draufschmeißt und dann noch entsprechend ein bisschen mehr wiegt, dann hat man das natürlich schon relativ schnell kaputt im Sinne von ein Loch drin. Aber diese Aktion, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil ich habe jetzt keine Lust noch ewig viel das Ganze vorzumachen. Ich hatte es ja aber wirklich mehrfach getestet, hat dem Ding jetzt glaube ich nichts anhaben können. Und man ist wirklich sehr überrascht, wie stabil dieses Teil eigentlich ist, in Anbetracht dessen, dass das gefühlt nichts wiegt und gefühlt sich anfühlt und aussieht wie eben Malerfolie. Ist aber nochmal ein anderer Kunststoff. Und zwar, wie funktioniert das? Das ist ein Laminat aus mindestens 3 Schichten, die in unterschiedlicher Faserrichtung angebracht sind. Das heißt, wir haben eine Schicht, die geht so. Dann haben wir eine Schicht, die geht so. Und wir haben wieder die untere Schicht, die geht so. Also wie gesagt, mindestens 3. Es können auch noch mehr sein. Ultra dünne Schichten, aber die halt eben von der Ausrichtung ihrer Kohlenstofffasern. Ein Kunststoff ist ja auch ein Polysaccharid. Im Grunde ist das ein Zucker. Der in eine bestimmte Richtung ausgerüstet ist. Ja, also das Molekül an sich hat eine Richtung, in der es ausgerichtet ist. So. Und eben das nur macht man sich zunutze, um die positiven Aspekte der Tatsache, dass das also ein gerichteter Kunststoff ist, in unterschiedlicher Richtung hier einzubauen. Dadurch entsteht eine erheblich stabilere Plastikfolie, als wenn man eben nur eine Schicht nehmen würde. Die eine Schicht kann dann auch ein bisschen dicker sein, aber durch diesen Richtungswechsel wird das halt so stabil. Ja, also das ist der, soweit ich das verstanden habe, es gibt nur ganz wenig Informationen. Ich habe da wirklich nur sehr wenig zu recherchieren können, weil ich nichts Gescheites gefunden habe. Aber das müsste, glaube ich, der Hauptfaktor sein, weshalb dieses Teil so viel stabiler ist als reguläre Malerfolie. Ja? Also nicht nur reißfest, sondern auch erstaunlich druckstabil. Und zu diesem Zweck nehmen wir doch jetzt mal einen nicht besonders scharfkantigen Ast, wie dieses Ding. Ja? Der ist jetzt, den habe ich jetzt nicht besonders scharfkantig. Wenn es ein sehr spitzer ist, der geht durch. Aber dieses Teil, also selbst wenn ich jetzt diesen mache und Druck ausübe, jetzt bin ich durch. Ja? Also ich muss mir schon Mühe geben beim Druck ausüben, dass ich da wirklich ein Loch durchkriege. Und da wir jetzt ein Loch haben, ich will mir jetzt meine Folie ungern kaputt machen, aber nehmen wir mal an, wir würden hier jetzt ziehen. Ich hoffe, man kann das Loch sehen. Das weitet sich. Ja, es geht. Seht das? Da ist es. Man kann es, glaube ich, erahnen. Also es reißt nicht sofort, wenn man nicht direkt am Loch, im Loch drin zum Beispiel weiterzieht, dann reißt nicht sofort mehr ein. Aber ja, jetzt wollen wir die Folie auch nicht zu sehr üben, loben. So, das wollen wir nicht. Weil, ist die unzerstörbar? Nein. Aber in Anbetracht dessen, dass die nichts wiegt, mag die für den einen oder anderen vielleicht wirklich eine mögliche Alternative als Bodenfolie sein. Man kann sich daraus theoretisch auch ein Tarp bauen, das ist mir aber zuwider, weil ein komplett durchsichtiges Tarp, nee. Und die Gewichtsersparnis, wenn man mit dem Ding mit als Tarp arbeitet, plus den ganzen Verstärkungen, die man dann noch anbringen muss, um da irgendwelche Ösen dran zu kriegen und Häkchen und so weiter und so fort. Und den Rand möchte man wahrscheinlich nochmal mit irgendwas umkleben. Da ist die Gewichtsersparnis im Vergleich zu einem sehr leichten Silnylon-Tarp letztendlich vielleicht 100 Gramm. Ja, und das ist es mir nicht wert. Also diesen Komfort, ein Tarp zu haben, das nicht durchsichtig ist, das ist mir 100 Gramm zusätzliches Gewicht wert. Ja, aber es gibt Leute, die sich mal spaßeshalber eben aus dieser Folie auch Tarps und sogar Zelte gebaut haben, einfach zum Auszuprobieren und weil es geht. Und spannend ist es. Ich werde da auch noch weiterhin mit experimentieren.
ein Faktor ist vielleicht, wenn man es kaputt gemacht hat und es ist wirklich, wirklich kaputt, dann wird man es wegschmeißen und im Grunde ist das eine Plastikfolie und das mag dem einen oder anderen jetzt mit Sicherheit nicht gefallen. Gefällt mir in dem Sinne auch nicht, wenn man darüber nachdenkt, dass man es halt dann irgendwann wegschmeißt. Wenn man hingegen vorsichtig damit umgeht und ohnehin meistens auf der Wiese übernachtet oder auf einem wirklich sehr stockfreien Waldboden oder sich seinen Lagerplatz vorher eben entsprechend absucht und sämtliche Stöckchen einsammelt, die da rumliegen und eventuell an die Folie beschädigen könnten, dann hat man da wahrscheinlich schon relativ lange Freude mit. Also es gibt im Internet Berichte von Leuten, die damit lange Touren gemacht haben und die ist immer noch einsetzbar, die Folie. Es gibt aber auch Berichte von Leuten, die damit kurze Touren gemacht haben und danach war sie hin. Ich denke, es ist sehr, sehr, sehr eine Frage, wie sorgfältig man mit dem Ding umgeht. Und wenn man jetzt jemand ist, der sagt, nee, meine Ausrüstung muss was aushalten, dann ist man hier falsch. Wenn man hingegen jemand ist, ja, ich möchte gern wirklich, wirklich gerne sehr leicht unterwegs sein und ich passe sowieso immer gut auf, wo ich meinen Lagerplatz anlege und habe es noch nie geschafft, eine Bodenplane kaputt zu kriegen, einfach weil ich immer vorsichtig bin, dann mag das vielleicht in Frage kommen. Meine Langzeitmeinung zu dem Teil kann ich noch nicht mitteilen. Ich habe es jetzt zwar, wie gesagt, ein paar Mal ausprobiert und es ist einfach erstaunlich in Anbetracht dessen, was das wiegt und wie dünn das ist. Ja? Ob es wirklich, wirklich für mich jetzt als Waldübernachter praxistauglich ist, das weiß ich nicht. Als Wiesenübernachter bestimmt. Ja, das geht auf jeden Fall. Aber als Waldübernachter, werden wir sehen. Ja, Packmaß, habt ihr ja auch schon am Anfang gesehen. Es ist übrigens vollkommen wurscht, ob man das faltet oder zusammenknüllt oder sonst irgendwie. Natürlich, wenn man die Luft rausdrücken möchte, ist Falten auf jeden Fall sinnvoller. Aber man kann sich da auch, wenn man es eilig hat beim Lagerabbau, so einen Knödel draus machen und wenn es jetzt nicht auf jedes bisschen Platz im Rucksack ankommt, dann ist das das Packmaß, was man für seine Bodenfolie hat. So, das ist es schon gewesen, der ganze Zauber zu dem Ding. Vielen herzlichen Dank. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass das das gleiche ist wie eben diese Fensterisolationsfolie von Tesa. Da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Man kriegt sie teilweise auch im Outdoor-Fachhandel dann eben als Unterlegfolie direkt von irgendeinem Hersteller auch, kriege ich es auch gerade nicht mehr ganz zusammen. Auch nicht schlecht, da muss ich schon keine Werbung machen. Ich würde im Zweifel vielleicht tatsächlich auch zur Tesa-Variante nochmal tendieren, wenn ich die hier mal geschrottet haben sollte und nochmal eine haben möchte. Weiß ich noch nicht, werden mal sehen. Momentan ist das ja noch in Ordnung. Und achso, die Tesa-Variante sind 4 Meter, also da gibt es verschiedene Größen. Und eine Variante ist die 4 Meter mal 1,50. Das wäre das, was man sinnvollerweise für Outdoor-Zwecke nimmt. Und dann schneidet man es noch einmal in der Mitte durch und dann hat man halt eben 2 Meter mal 1,50. Ja, logisch, oder? Gut. Das wäre es dann dazu auch gewesen. Wer jetzt wieder rumnerven muss, von wegen, Plastik ist böse, das mag stimmen, aber das gilt vor allen Dingen für Plastikverpackungen, die man mal kurzfristig eben verwendet, um dann mal eben was einzupacken und danach wieder wegschmeißt. Wenn man einen Plastikgegenstand langfristig verwendet, dann ist der oft besser als viele, viele Alternativen aus irgendwas anderem, weil der Ressourcenverbrauch für Herstellung eines Plastikprodukts zwar aus Erdöl letztendlich besteht, aber nichtsdestotrotz relativ gering ist. Ja? Also da muss man ein kleines bisschen mehr Recherche betreiben, als einfach nur zu sagen, Plastik per se ist böse. Das stimmt so nicht. Und es kommt auch nochmal ganz, ganz sehr stark darauf an, ob man das hinterher dann einfach nur stinknormal irgendwo in die Mülltonne schmeißt, in sonst wo. Oder ob man das halt irgendwo sinnvoll in die Mülltonne schmeißt oder es sogar noch mal irgendwo hinbringt, wo es wirklich richtig recycelt werden kann. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, muss ich auch mal irgendwann drauf eingehen. Aber jedenfalls spielt das alles auch noch mal eine Rolle bei der Verwendung. So. Nur weil mir die Leute da ganz gerne. Also es gibt da so ein paar spezielle Hanseles, die, wann immer irgendein Gegenstand aus Kunststoff besteht, das ist der Teufel, Satan. Ungefähr so reagieren. Na? So. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.